Freunde, seid gegrüßt zu diesem neuen Video. Das wird vermutlich ein relativ kurzes Infovideo. Ich hoffe, dass es relativ kurz wird. Nicht ganz so angenehm, aber mir ist trotzdem wichtig, dass ich zu euch halt ehrlich bin. Ne? Und es geht um Folgendes. Ihr erinnert euch, ich habe damals in diesen Dacia Dogger hier dieses Induktionskochfeld eingebaut. Ne? Hier unter der Sitzkiste ist eine 100 Ampere-Stunden Lithium-Batterie, 1500 Watt Wechselrichter. Und ich habe damals ja im Auto gewohnt und vorher mit Gas gekocht. Und haben wir dann irgendwann gedacht, ey, jetzt hast du diese Lithiumbatterie drin, die kann 200 Ampere konstant abgeben, beziehungsweise 150 das Modell. Damit könntest du ja mit über 1000 Watt Induktionsleistung theoretisch kochen. Und sparst dir das ganze Risiko mit dem Gas, das ganze Gasflaschengeschleppe, dass wenn die kalt sind, dass es nicht mehr richtig funktioniert und so weiter. Und ich glaube, ich wollte damals unbedingt so sehr, dass das funktioniert und dass es gut ist und war auch selbstreflexionstechnisch noch nicht so weit, dass ich glaube ich, und das mache ich auch heute noch, gelegentlich vermutlich, aber nicht mehr ganz so oft, dass ich dazu tendiere, dann manchmal etwas zu spät wahrhaben zu wollen, dass etwas vielleicht doch nicht ganz so gut ist. Jetzt, wo ich nicht mehr in dem Auto lebe und ein bisschen Distanz irgendwo zu dem Auto entstanden ist und ich es zwar mehrfach wöchentlich nutze, um als Büro, um da drin zu wohnen, wenn ich unterwegs bin und so weiter, hat sich einfach mein Nutzungsverhalten geändert. Auch mein Essverhalten hat sich geändert, mein Kochverhalten hat sich geändert. Und ich koche jetzt ganz normal, würde ich mal sagen. Ich brate mir auch mal abends was an und verbrauche durchs Kochen dadurch mehr Strom. Früher habe ich einfach mir hier in so einem Topf da ein bisschen was gekocht, bloß nicht so viel Strom verbrauchen. Da habe ich so 10 bis 15 Amperestunden von 100 verbraucht für mein Abendessen. Da ging das noch einigermaßen mit dem Weg, den ich gependelt bin, um das wieder nachzuladen. Aber gerade jetzt im Winter, wenn die Standheizung läuft und man kocht sich was Ordentliches, Richtiges mit Anbraten und so weiter, hat noch so ein bisschen hier, ich habe jetzt ja den ganzen Tag am Laptop gearbeitet und so weiter, dann reicht das einfach bei weitem nicht mehr aus. Und ich würde mir jetzt gerade, Lebenszustände ändern sich halt, ne, ganz ehrlich, einfach einen Gaskocher wünschen. Ne? Weil ich muss jetzt regelmäßig den Motor laufen lassen, wenn ich das Fahrzeug nicht bewege, damit ich einfach genug Strom zum Heizen, zum Arbeiten habe und um mir dann noch was zu essen zu machen. Das ist die bittere Realität. Wir gucken uns das gleich mal an. Ich koche mir heute mal was, nicht komplex würde ich es noch nicht nennen, wir kochen gleich was zusammen. Und gucken uns mal an, wie die Batterie sich verhält, wie schnell der Strom weg ist und so weiter. Und dann wird einem ziemlich schnell klar, was da letztendlich die Problematik ist. Damals, als ich hier drin gewohnt habe, habe ich zwar jeden Tag das Auto ungefähr eine Dreiviertelstunde bewegt und konnte auch gut Strom nachladen. Aber ja, wie gesagt, wenn man nicht die Möglichkeit hat, hier mehr Batterien mitzunehmen, wie ich hier mit 100 Amperestunden, würde ich heute mit meinem jetzigen Erfahrungsstand, nach jetzt 5 Jahren oder irgendwas, keine Ahnung, würde ich nicht mehr dazu übergehen und sagen, mit so einer kleinen Batterie ist Induktion sinnvoll. Wie gesagt, wir gucken uns das gleich zusammen an. Das ist mir deshalb wichtig, dass ich das Video nochmal mache. Tja, man muss halt einfach, wenn man irgendwo, sag ich mal, falsch gelegen, würde ich jetzt nicht unbedingt gleich komplett sagen, aber ich habe das ein bisschen zu einseitig betrachtet und wollte, glaube ich, wie gesagt, auch zu sehr, dass es funktioniert. Und ja, jetzt gucken wir uns halt mal die Realität an, wenn man sich nicht eben bloß einen Kaffee kocht oder ein bisschen Wasser warm macht für eine Suppe oder so halt. Ne? Ich habe vorhin die Batterie nachgeladen. Jetzt sind wir hier gerade effektiv bei 85% Kapazität. Und wir werden gleich beim Kochen sehen, wie schnell das weniger wird. Und jetzt ist die Batterie auch mittlerweile ein bisschen älter. Da habe ich noch die Problematik, dass wenn ich bei unter 25% Kapazität bin und es ist sehr kalt, dann ist der Innenwiderstand von dem nun leicht gealterten Akku so hoch, dass ich nicht mal mehr mit 1000 Watt kochen kann, ohne dass der Wechselrichter wegen Unterspannung abschaltet. Also da muss die Batterie auch noch über 20% sein, dass du kochen kannst letztendlich. Wir braten jetzt erstmal so richtig schön den Tofu an, der muss langsam angebraten werden, damit er richtig schön knusprig wird. Das ist jetzt quasi Schritt 1. Machen wir jetzt einfach mal so ein Essen, so wie ich es selber richtig geil finde, ohne auf Stromsparen zu achten. Wie gesagt, 85% hatte gerade der Akku beim Start. Und jetzt gucken wir gleich mal, wie es dann aussieht, wenn dann irgendwann später das Essen in seiner Gänze fertig ist. Wir reden noch nicht von dem 5-Sterne-Menü.
Auf jeden Fall müssen wir noch Kartoffeln rein. Und der gute Tütenkartoffelbrei. Ach, Henning, wie kann man nur Tütenkartoffelbrei essen? Der ist lecker und der geht einfach und schnell. Schnittlauch. Und natürlich doch Bautzner Senf dann noch mal später nicht fehlt. Und natürlich Maggi-Lich. So, der Tofu war jetzt erstmal fertig angebraten und das hat uns schon mal 10% Batteriekapazität gekostet. Jetzt muss das Gemüse natürlich aber auch noch ein bisschen so angeschmort werden, dass es passt. Ich koche jetzt einfach mal so, wie ich kochen würde, wenn ich Bock habe, hier was Leckeres zu machen, was mir zur Zeit öfters mal vorkommt. Und da haben wir auch wirklich ein realitätsnahes Szenario. Also um schon mal eins vorwegzunehmen, auf der Nutka-Preise, die jetzt bald stattfindet, werde ich auf jeden Fall einen Gaskocher mitnehmen, weil da werde ich auch streamen und brauche viel Strom für anderen Krempel. Und wenn ich mir da was Leckeres zu essen machen will, da kann ich nicht auch noch den Strom zum Kochen halt draufgehen lassen. Ne? Also auf dem Krea-Live-Kanal, der ist unten verlinkt, abonniert den gern. Wir fahren live zum Nordcup am 14. Samstag früh irgendwann ist das. So ist es aktuell geplant. Und ja, mir ist klar, man könnte jetzt einen Deckel nehmen, dann spart man noch mal ein bisschen Energie. Aber ja, wenn ich so in der Pfanne brate, mache ich das üblicherweise halt nicht. Bei einem Topf ja, wenn ich was koche, aber in der Pfanne mache ich das normalerweise nicht. So, jetzt müsste das Gemüse den Gargrad haben, den ich brauche. Und es sind, ja, 15 weitere Prozent weg. Sehe ich das richtig? Ja, 15 weitere Prozent weg. Oh, jetzt ist es warm. Ich weiß, das sieht schon mal aus wie gegessen, aber ich mag das einfach unheimlich gern so. Am besten noch zu einem Film essen. Schön aus einem Topf raus. Und jetzt gucken wir mal, wie es stromverbrauchstechnisch aussieht. Wir sind jetzt bei 45% Kapazität. Und da habe ich noch relativ sparsam gekocht. Ne? Also man kann ja auch locker flockig 50-60% wegmachen. Ihr habt gesehen, das war kein 5-Sterne-Menü. Ne? Bisschen anbraten, bisschen Wasser aufhitzen, bisschen, und das war's schon eigentlich. Ne? Also wenn du hier noch ein bisschen dekadenter kochst für mehr Personen, dann kannst du locker 100 Ampere-Stunden, wenn du mehr Batterien hättest, verkochen halt. Ne? Und ja, das ist dann halt der Punkt, wenn man so kocht, wie ich es gerade mache, und so koche ich momentan eigentlich immer, wenn ich im Auto bin, dann ist das einfach scheiße, ne? Jetzt habe ich noch 40% übrig, muss dazu sagen, dass ich die Nacht hier schon mal gestanden habe, habe die Batterie schon vollgeladen gehabt, quasi, habe den Motor 2 Stunden laufen lassen, damit die Batterie wieder richtig voll ist. Das verbraucht ungefähr 1 Liter Diesel, das hält sich in Grenzen, aber ja, jetzt habt ihr gesehen, jetzt bin ich wieder bei 40%, so, ne? Das reicht jetzt noch gerade so für ein bisschen Film gucken, für ein bisschen Standheizung, wenn es zu kalt ist, und wenn ich Glück habe, noch für einen Kaffee morgen früh, und dann war es das, und dann muss ich wieder fahren, mit Sonne ist gerade nicht viel, ne? Das ist das Problem. Also was lernen wir da draus oder was lerne ich da draus? Es macht eigentlich, es kommt aufs Nutzungsszenario. Wenn man jeden Tag weiß, wie ich, wo ich damals im Auto gewohnt habe, dass man jeden Tag so seine 30 bis 45 Minuten, sage ich mal, Auto fährt und da eine Menge X nachlädt, kann das funktionieren. Wenn ich hier 1 Stunde mit dem Auto fahre, habe ich ungefähr 40 Ampere-Stunden nachgeladen. Das heißt, für das Essen, was ich jetzt gerade gekocht habe, müsste ich 1 Stunde mit dem Auto fahren, und da ist schon ein großer Booster drin, der die Batterie nachlädt, müsste ich 1 Stunde mit dem Auto fahren oder den Motor 1 Stunde laufen lassen, um das wieder reinzuholen. Ne? So, natürlich ist das relativ ineffizient, aus Diesel Strom zu machen im Standgas. Bei der Fahrt ist nicht mehr ganz so schlimm, aber trotzdem, es verbraucht Diesel, um den Strom zu generieren, den ich dann mit dem Kochen verbrauche. Also macht es energetisch betrachtet eigentlich mehr Sinn,
direkt Gas zu nutzen zum Kochen. Ne? Hat man jetzt, kocht man nur einen Kaffee oder ab und zu mal ein Süppchen, ist das kein Problem. Möchte man dekadenter kochen, ist es echt ein Problem. Das heißt, man bräuchte dann entweder ein größeres Auto mit größeren Batterien, mehr Solar, größere Lichtmaschine und so weiter, wenn man wenig fährt, damit man immer genug Strom hat. Ansonsten ist lange freistehen im Winter fast unmöglich damit halt. Ne? Da brauchst du externen Strom. Man überlegt, diese 40 Amperestunden, wenn ich die jetzt nicht verkochen würde, beim Kaffee gehen ja auch nochmal 5 Amperestunden mindestens frühst drauf, würde ich viel, viel länger beim Freistehen hinkommen mit einer Batterieladung halt. Ne? Jetzt könnte man ja sagen, okay, mir ist scheißegal, ich lasse den Motor 2 Stunden laufen, ist Batterie wieder voll, fertig, erledigt halt. Ne? Kann man machen, nutzt man noch die Abwärme zum Heizen, hat allerdings halt auch den Nachteil, dass das ist natürlich auch Verschleiß. Ne? Den Motoren tut das auch nicht so gut, wenn die im Standgas laufen. Vor allem die neueren, da verrußt die ganze AGR-Geschichte, der Partikelfilter und so, verrußt halt alles schneller. Ne? Dann hast du auch das Problem, dass durch das Kochen natürlich die Batterie, die Versorgungsbatterie, in meinem Fall eine Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie, natürlich hoch belastet ist. Das heißt, da gehen ja natürlich, wenn der pulst, also bei 1000 Watt pulst der und auch darunter, also bei unter 1000 Watt pulst der und bei 1000 Watt läuft er konstant. Das bedeutet, da gehen 100 Ampere, es fließen 100 Ampere Strom circa. Das ist natürlich eine Riesenlast für so eine kleine Batterie, ne? Für so eine 100 Ampere Stunden Batterie. Hat man jetzt wieder 2-3 Batterien, verteilt sich das, dann geht das wieder, aber so ist es eine Riesenlast halt. Ne? Und natürlich auch auf die ganzen Kabel, wie gesagt, Motor, Auto haben wir gerade auch schon geklärt. Das sind alles dann Aspekte, das muss man sich vorher überlegen. Das hängt vom Nutzungsszenario ab. Ich würde bei meinem jetzigen Nutzungsverhalten, muss ich mir ehrlich eingestehen, kein Induktionskochfeld wieder einbauen. Beziehungsweise man kann ja auch sagen, man hat dann noch ersatzweise einen Gaskocher mit, aber das ist in so einem kleinen Auto auch wieder platztechnisch ein Problem, den man einfach hier oben drauf stellt und dann benutzt. Das kann man auch machen. Aber prinzipiell primär auf Induktion würde ich mich in so einem kleinen Auto nicht mehr verlassen halt. Ne? Bei meinem jetzigen Nutzungsbild passt es einfach nicht mehr. Ja, das war mir einfach nochmal wichtig, dass ich euch das nochmal mitteile, ne? Weil ich ja so euphorisiert damals von diesem Induktionskochvideo war und das war sicherlich zum damaligen Zeitpunkt auch so, dass ich davon total begeistert war und es hat ja auch seine Vorteile, du hast nicht mehr das Problem, dass eine Gaskartusche unter 5 Grad nicht mehr funktioniert, wenn du sie oben aus der Dachbox rausholst. Du hast einfach kein Gas mehr im Auto und viel geringeres Risiko, dass du abbrennst oder Gas inhalierst oder was auch immer, was nicht alles mit Gas passieren kann halt, ne? Das fällt halt alles weg. Aber rein, wenn man mal die Gefahren außer Acht lässt, ist es stromtechnisch für mich nicht mehr vernünftig nutzbar. So. Ich muss ständig den Motor laufen lassen, was halt auch nicht so geil ist. Mindestens einmal am Tag muss ich den Motor eine Stunde oder 2 Stunden laufen lassen, bei allem, was ich in dem Auto mache, dass das reicht. Ansonsten könnte ich 2 Tage wahrscheinlich stehen, ohne den Motor laufen zu lassen. Das muss man halt alles so sehen. Tja, genau. Also, das war's dann hier mit dem Video. Freunde, lasst es euch gut gehen. Ich zähle auf euch. Ich hoffe, ihr seid dabei beim Sabaton, wenn wir ins Nordkap fahren mit dem Dacia live. Ne? Hier sind überall Kameras drin. Da fahren wir dann damit dahin. Link ist unten, wo das stattfinden wird. Lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Ach ja, und es sind noch ein paar Kalender, glaube ich. Also wenn noch welche da sind, ist es auch unten verlinkt. Es sind noch irgendwie 10 Stück gerade da, aber ich weiß ja nicht, wann das Video online geht und so weiter. Es werden dann unten verlinkt. Jetzt aber wirklich. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.